Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Meisterschaftsspiel nach einer Woche Pokalpause, könnte man fast sagen. Es war ja keine Pause, es ist ja auch für uns auch erfolgreich geendet. Jetzt wieder zurück im Meisterschaftsgeschehen mit der zweiten Bundesliga. Zu Gast bei uns zum ersten Freitagsspiel in diesem Jahr der SV Sandhausen. Wie wir das Spiel angehen, wie wir den Trainer, die gegnerische Mannschaft einschätzen und insbesondere natürlich auch, wie unser Personal aussieht, kann uns unser Trainer sagen. Bitte, Markus. Ja, hallo zusammen. Fangen wir gleich mal mit dem Personal an. Es ist unverändert. Die einzigen beiden Spieler, die uns weiterhin fehlen, sind der Sedan Lakic und Thomas Bertels. Aus bekannten Gründen, ich glaube, da muss ich nicht weiter drauf eingehen. Alle anderen sind fit und an Bord. Ja, zum Gegner Sandhausen. Für mich eine Mannschaft, die häufig unterschätzt wird. Und das muss man wirklich sagen, völlig zu Unrecht. Weil ich glaube, Sandhausen mittlerweile wirklich ein etablierter Zweitligist ist, mit einer sehr guten Mannschaft. Und was Trainer und Mannschaft seit sehr langer Zeit dort abliefern an Qualität, konstanter Qualität, ist wirklich aller Ehren wert. Und von daher erwarte ich am Freitagabend ein sehr, sehr schweres Spiel für uns. Ein Spiel, wo wir Geduld haben müssen, weil der Gegner sehr kompakt verteidigt, eine sehr stabile Defensive hat. Wenn man mal das Spiel gegen Union Berlin vielleicht ein bisschen außen vor nimmt, war das in der Vergangenheit immer so. Und von daher glaube ich wirklich, dass es ein Geduldsspiel für uns werden kann, indem wir am Ende sehr hohe Zielstrebigkeit im Angriffsverhalten brauchen werden, um erfolgreich zu sein. Daran arbeiten wir und ich hoffe, dass man das dann auch am Ende im Spiel sehen kann. Unser Ziel ist es natürlich, die drei Punkte zu Hause zu behalten, unseren ersten Heimsieg in dieser Saison einzufahren. Und da werden wir alles für tun. Die Mannschaft ist motiviert und gut vorbereitet. Ich kann natürlich jetzt nicht in die Köpfe der Spieler reingucken. Es ist ja erst gestern passiert. Aber wenn ich das Training mal als Maßstab nehme, was im Anschluss stattgefunden hat, glaube ich, dass die Mannschaft sehr fokussiert ist und dass sie sich auf das Spiel am Freitag freut. Natürlich ist es nicht ganz einfach, wenn der Kapitän von Bord geht. Ich habe es gestern auch schon angedeutet. Es ist natürlich menschlich wie sportlich ein Verlust für uns, keine Frage. Aber so ist das nun mal im Profisport und diese Dinge ergeben sich immer wieder. Von daher müssen wir das so akzeptieren, wie es ist. Ja. Eigentlich wollte ich wieder Urlaub machen. Nee, natürlich nicht. Also ist es. Also die Geschichte ist uns natürlich schon länger bekannt. Ja, ich sag mal, so ein Transfer geht nicht innerhalb von 24 Stunden über die Bühne. Und wir haben ja auch schon länger, gerade was die Innenverteidigerposition betrifft, den Markt geprüft. Und wir sind sehr optimistisch, dass wir bis zum Ende der Transferperiode da eine sehr gute und adäquate Lösung hinbekommen. Ja gut, es ist so gewesen, dass Uwe eine Ausstiegsklausel hatte im Winter. Im Sommer hatte er die auch, aber die Frist dafür war abgelaufen. Jetzt wird oft die Frage gestellt, wieso haben die Spieler Ausstiegsklausel? Das ist leider bei unserer Wirtschaftlichkeit nicht zu verhindern. Das lassen sich ein Großteil der Spieler in die Verträge reinschreiben, weil wir gerade zu dem Zeitpunkt, als Uwe Hünemeyer damals den Vertrag unterschrieben hat, nicht die Wirtschaftlichkeit hatten, um zu verhindern, dass eine Ausstiegsklausel im Vertrag drin ist. Und es ist so gewesen, dass Uwe uns in Gesprächen, die ich vorgestern geführt habe, sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass er die Klausel im Winter auf jeden Fall ziehen wird, weil er einfach sagt, dass es zum einen eine sportliche Herausforderung für ihn ist, dass er aber auch mehr als das Dreifache von dem, was er bei uns verdienen kann, dort verdient. Und es ist so, dass auch unser Angebot einer Vertragsverlängerung da natürlich ins Leere griff, weil mit dem, was die Engländer da zahlen, können wir absolut nicht mithalten.
Und dann war halt die Entscheidung für uns zu sagen, okay, wir verhandeln nochmal mit den Engländern. Das ist dann Donnerstagabend passiert. Ich habe eigentlich Uwe nachmittags gesagt, bei dem ersten Angebot oder zweiten Angebot, was die Engländer gemacht haben, wären wir immer noch nicht bereit gewesen, es zu tun. Nur dann haben die Engländer im Laufe des Abends unsere Forderung zu 100% erfüllt. Und wenn ich dann einen Transfer vorziehen kann und ich sag mal 5 Monate vorher einen 7-stelligen Millionenbetrag mehr erlösen kann, dann ist das aus wirtschaftlichen Gründen einfach ein Muss und deswegen haben wir dem Transfer dann zugestimmt. Also das Geld im Profifußball eine nicht ganz untergeordnete Rolle spielt, sollte eigentlich bekannt sein. Und wir werden natürlich das Geld im Rahmen unserer Möglichkeiten auch reinvestieren. Gleichwohl darf man auch nicht vergessen, dass wir unser Lizenzspielerbudget auch sehr nennenswert im Vergleich zu den Vorjahren erhöht haben. Und auch das wird zum Teil aus den Transfererlösen bestritten. Sonst wäre es zum Beispiel nicht möglich gewesen, einen Marvin Bakalorz zu halten oder auch einen Dominik Wüderer aus Wien zu verpflichten. Es ist schon nicht so, dass wir, ich sag mal, das Geld nur zur Bank bringen. Gleichwohl muss man aber auch wissen, dass ein Verein wie der SC Paderborn, ja, wenn man an Spielern, an bestimmte Spieler drankommt, da eine Menge Überzeugungsarbeit notwendig ist. Wir haben zwar in den letzten 2-3 Jahren einen sehr, sehr positiven Weg oder sind einen sehr, sehr positiven Weg gegangen. Ja, aber wir haben leider noch nicht die Strahlkraft, wie sich vielleicht Vereine wie Fortuna Düsseldorf, St. Pauli oder wer auch immer hat. Aber gleichwohl sind wir sehr bemüht, ich sag mal, diese Spieler, die uns wirklich qualitativ besser machen, zu verpflichten. Aber vielleicht braucht man da auch noch die ein oder andere Woche Zeit, um das zu verwirklichen, da es ja bekanntlichermaßen auch so ist, dass gerade zum Ende der Transferperiode ja, viele Dinge gehen und es ist natürlich nicht unbedingt auch ein Vorteil, dass die erste Liga später startet. Ja, die Kaderplanungen sind dann noch voll im Gange und wir sind aber in, denke ich, in guten Gesprächen und werden auch entsprechende Lösungen finden. Genau. Nein. Also es ist ja bekanntermaßen so, dass wir auch mit Rafa noch eine gewisse Problematik haben. Da werden wir zeitnah auch noch ein Gespräch mit Rafa führen. Davon wird es auch insbesondere abhängen, ob wir jetzt 1 oder 2 Innenverteidiger verpflichten. Darüber hinaus ist bekannt, dass wir auf der 10er-Position noch was machen wollen. Das sind eigentlich die 2 Hauptpositionen, wo wir uns im Moment Gedanken drüber machen. Ja gut, wir gehen natürlich auch im Moment an Spieler ran, ja, die so in Paderborn noch nicht gespielt haben. Dass das nicht so einfach ist, wie einen 21-Jährigen davon zu überzeugen, hier den nächsten Schritt zu machen, dürfte klar sein. Aber nichtsdestotrotz werden wir unsere Bemühungen da weiter intensivieren und ich denke, zum Ende der Transferperiode haben wir da auch gute Möglichkeiten, eine entsprechende Verstärkung zu verpflichten. Die haben wir abgesagt. Derzeit sind 7.510 Karten im Vorverkauf abgesetzt worden. Aus Sandhausen werden 350 Gäste erwartet. Stadionöffnung ist, wie bekannt, 1,5 Stunden vor dem Spiel. Und wir empfehlen, weil es eben auch ein Freitagabend ist, insbesondere die frühzeitige Anreise, die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel mit dem VPH und dem Pader Sprinter ist natürlich immer empfehlenswert. Und Hinweis an die Fotografen und Journalisten, dass wir vor dem Spiel eine Übergabe einer Spende von Aktion Mensch machen an den Verein und dann auch einen Fanclub ehren, der sein 10-jähriges Jubiläum feiert.